Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Brilli. So hat sich der Brilli in der letzten Folge verabschiedet und deswegen wollte ich ihn in dieser Folge so begrüßen. Hallo, euer Brilli. Und hallo, Robson. Lang. Moin. Hier geht's lang. Da geht's lang? Tatsächlich. Guck mal. Das ist eine dreckige Lügensau. Hier geht's wirklich irgendwo lang. Ich gucke einfach lieber mal schon mal provisorisch. Okay, Gegner. Dann nur so eine kleine alte. Kann man auch abstechen. Boah, ich hab in den Kopf gesperrt. Da kommt noch eine zweite Person. Ja. Monsterperson. Person, Alter. Nenn das doch nicht Person. Person öffentlichen Rechts. Ärgernis ist. Woher willst du denn wissen, wie sich das Ding identifiziert, Brilli? Das weiß ich. Ich habe kein Hirn. Ja? Du kannst ihr doch nicht den Personenstatus absprechen. Sie identifizieren sich also genauso wie AfD-Politiker. Nein, das geht heutzutage nicht mehr, Brilli. Das geht so nicht. Ohne Hirn. Ohne Hirn. Hier waren wir schon. Das ist überhaupt nicht wahr. ein bisschen hier. Geht's da links weiter? Ja. Link geht weiter, Link. Link geht weiter. Hier rauscht. Ich glaube, einfach nur hier so ein Rundgang, ne? Es rauscht. Irgendwas rauscht. Es rauscht die Mühle am klappernden Bach. Was war denn da jetzt eben so hell? Sollen wir da noch hin? Ich glaube, das ist einfach nur dieser Rundgang hier gewesen. Naja, Erz. Aber hier geht's runter. Nein! Ins Wasser. Ja, kommt her hier. Nein! Ach, komm her hier. Geht's nach unten ins Water. Bring me the water. Wir lassen nicht mehr. Ja, aber hier geht's nicht weiter, oder? Doch. Muss ja. Das ist der einzige Weg. It's the only way. It's the only way out. Is here a way out? Oh no. Or is here just Asian food? Die Beine breit, Brilli. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hier lang... Ich weiß nicht, wie die Abzweigung es überhaupt schon gab. Musst du dir beim nächsten Mal einen Zettel und Stift nehmen und mitzeichnen. Ist so. Oh, hier ist mein Stuhl. Er macht immer so einen erster Anführer, Junge. Lächerlich. Ach, tatsächlich. Ich hab einen Stift dabei. Ein Ohrensessel. Was klappert denn hier so? Ihr sammelt wohl Geld ein. Ich glaube, dass ich hier das Solarpanel aufstelle. Ich glaube, hier ist eine gute Idee. Ja, mach das. Das ist gut. Ja. Brauchen wir jetzt auch, ist wichtig. Hey, warum sitzt der hier im Sessel mitten in so einer Höhle? Die Logik manchmal verstehe ich nicht. Warum? Ja, einfach, um uns Angst zu machen, Alter. Ja, was erzählst du? Logik. Er hat sich gedacht, nee, irgendwann kommt hier irgendwann mal jemand vorbei. Ich glaube, wir sind am Ausgang, Leute. Ja. Oh, geschafft. Ja. Nächste Höhle. Kein Spaten. Nein, Tageslicht. Alter, wo sind wir denn jetzt, bitte? Ich weiß nicht mehr, welches der Eingang war. Ah, doch, am See, ne? Ja, ist das der See? Nee, das war doch nicht der See, oder? Doch, das ist der See. Das ist sicher? Der See, ja. Der sieht so klein aus, war der nicht größer? Nein, das war ein anderer See. Das ist der nicht. Aber geradeaus wäre noch so ein Blinkepunkt, ne? Ja, da können wir hingehen. Da gehen wir jetzt auch hin. Toll. Ja, geil. Also goldene Rüstungshöhle, oder was? Eine Rüstung, die nichts bringt, weißt du? Ja. Aber warte mal, das war nicht nur die goldene Rüstung. Wir hatten noch, was hatten wir noch gefunden? Die Goggles. Die Goggles, das Solarpanel. Oh, immer dieser Mähne, ne? Alles positiv sehen. Ekelhaft. Positiv ist es doch, Zeit mit euch zu verbringen. Ja, für dich. Aber stell dir mal vor, wie wär's in unserer Haut? Zeit mit dir verbringen ist nun wirklich eine Qual. Das merkt er selber halt nicht, ne? Das ist ja. Deswegen sage ich es ihm immer wieder, aber das würdet nicht. Ihr ja, aber dann würdet ihr es ja nicht machen, ne? Das reden sie sich dann immer ein. Das ist ja hier auf freiwilliger Basis. Ja, Mene und ich, wir mögen uns halt, ne? Ja. Du bist dann halt quasi wenn du so den, das, wenn du den mal sehen würdest, dann würdest du ihn nicht mehr mögen. Das erträgt dich leid. Ich bin nicht so oberflächlich wie du, Kollege. Hab dich ja auch schon zu mir nach Hause eingeladen. An dem abgestürzten Flugzeug mit 1000 Koffern vorbeigelaufen, glaube ich. Oh, geil. Hier gibt's Loot ohne Ende. Oh, wenn es jetzt hier die Schaufel gibt, mach ich mich kaputt. Endlich wieder Sonne, Junge. Ist das der Dosenöffner? Nee.
Wird da wohl irgendjemand hier einen Dosenöffner an Bord gehabt haben? Dickes Monster da hinten? Was? Oder nee, ein Elch. Das ist ein Elch! Warum stehen hier Golfkarts? Was ist das, das denn? Das hier war mal eine Landebahn oder ein Golfclub. Ja, ich gehe mal zum Flugzeug. Können wir uns bitte den Elch holen? Wir brauchen was zu essen. Nö, eigentlich nicht. Ich bin voll. Hier sind 1000 Elche. Und da ist, hier ist so überall Nahrung drin. Du musst doch nur mal E gedrückt halten. Ich will aber Elchfleisch. Das hab ich jetzt gegessen. Leckerer. Schachtelhalm. Schachtelhalm collected. Okay. Hier gibt's eine Leiterplatte. Falls jemand will. Ja, will ich, aber du bist ganz in die andere Richtung gegangen. Ja, ich wollte nicht direkt Flugzeug. Du zögerst immer sehr lange raus, du kleiner Tantra-Zocker. Hier ist Gegner. So, hier. Armbanduhr, Armbanduhr. Hast du deinen Elch, ja? Ja, zwei Pfeile in die Fresse und dann ist er, liegt er da, Junge. Also auf dem Flugzeugflügel liegt ein Prospekt. Alter! Ich will ja nichts sagen, aber ich habe hier Gegner am Scheißstart. Ja, ich kämpfe auch noch mit dem Elch. Und einen Haufen Kohle. Geld, Geld. Ich kämpfe aber nicht mit dem Elch. Money, money, money. It's so funny. Oh, der hat eine Lederjacke. Und Brilli, warum bist du da hinten? Warum sind wir nicht erstmal im Flugzeug? Hier sind 1000 Gegner. Ja, Flugzeug looten, Junge. Flugzeug hat nur... Da liegt ein Flugzeug und du läufst in die andere Richtung. Ja. Das muss man doch nicht verstehen. Aber man muss sagen, Alter, der ist sein Typen, sein Freund oder was? Ja, geil. Leider gibt's nicht viel im Flugzeug, außer eine Lederjacke und die habe ich schon. Ich mal gucken, was der Brilli da hinten für Leiterplatten gefunden hat. Olus. Was war denn im Flieger? Irgendwas Wichtiges? Willst du mich jetzt veräppeln, oder? Was? Ich habe nicht zugehört, weil ich im Fight war. Das habe ich gemerkt. Eine Lederjacke und ein Prospekt. Weißt du, das Prospekt brauche ich natürlich. Yep. Also, die Typen, die wir da haben, das ist eine exklusive Luxus-Bunker-Gemeinschaft. Welche Typen? Die Sektentypen? Ja. Ja. Also Prepper sozusagen. Das sagt das, genau, das sagt so quasi hier dieses Prospekt. Der war wirklich groß, den du hier gekillt hast. Der hat auch eine goldene Maske an. Ja. Das ist noch einer von denen. Ich hab Angst. Ist ja auch eine Leiterplatte bei euch. Wo hast du denn eigentlich die Leiterplatte gefunden eben? Ich finde die nicht. In irgendeinem Koffer da. Komisch. Na gut. Pfeil und Bogen raus. Ja, komm weg jetzt mit dem Prospekt. Ich hab's gesehen. Das ist ein Hurensohn. Wo ist er denn hin? Ist abgehauen. Na gut, dann gehen wir mal Richtung grünen leuchtenden Punkt, oder? Ja, machen. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz was gucken. Juckt keinen. Danke auch, Brilli. Immer wieder schön mit dir zu spielen. Danke. Nee, dann warte mal auf den Doof. Ich mach gar nichts. Bin noch neben euch erst. Hinter dir kommt was, Brilli? Ja, das ist ein Loser. Oh, hier braucht man die Schaufel. Ich geh kaputt. Ernsthaft? Ja, ich habe hier ein Grab gefunden, in dem man die Schaufel braucht. Ich bin noch nicht an dem Punkt, also vielleicht gibt es auch an dem Punkt die Schaufel. Aber wenn hier jemand ein Grab gegraben hat, vielleicht... Da sind mehrere Gräber hier auch. Okay. Ja, du bist genau da, wo ich bin, du Schnarchkopf. Da ist ein Gegner. Noch ein Elch? Hier kommt erstmal ein Gegner auf den Stein gejumpt. Ja, ich habe es gesehen. Du springst hinter, genau entgegen. Ha. Komm, gib uns zur Belohnung jetzt die Schaufel. Sag, oh, du hast mich besiegt. Als Belohnung bekommst du die Schaufel, Link. Ist down. Noch einer. Wo ist Robson denn? Beim Punkt. Und, was gibt's da? Hurensohnlager. Portemonnaie, okay. Dass sie auch Geldbörsen bei sich tragen, finde ich interessant.
Warum ist das, muss es eine Geldbörse sein? Das ist einfach ein Beutel. Ja, weißt schon. Als ob die mit ihrem Geschick einen Reißverschluss aufkriegen würden. Kannst du mir nicht erzählen. Was habe ich jetzt gegessen? Guarana-Beere. Aha. Interessant. Die roten Beeren an den Büschen mit. Hurensohn-Lager mit Hurensöhnen. Hurensöhne greifen mich an. Brilli, hör auf mit dem Friendly Fire. Auch ein Teich ist hier. Oh. Auf den Baum geklettert. Was haben die denn hier? Oh, guck mal, der dicke Rote hier bei mir. Alter, was bist denn du für einer? Ja, die kennen wir schon. Kennen wir das schon? Ich nicht. Stimmt, ich glaube, da war in der. Stimmt, nee, in der Folge war Mene noch nicht dabei. Das war schön. Ja, ne? Da waren wieder die Landvermesser am Start. Ja. Irgendwie sah es hier so nach Schaufel aus, aber man wird mal wieder enttäuscht. Alter! Wer hat mich denn jetzt gekillt? Der dicke Rote! Ich dachte, er wäre tot. Ja, scheint mehrere zu geben. Ist ja, da ist er, da kommt er gesprungen. Hier muss man schaufeln. Na toll. Ja, hier muss man schaufeln. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Lebst du schon wieder? Ja, okay. Überall muss man schaufeln, aber ohne Schaufel. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Geil, was ist denn das? Night V Collected. Was ist das? Springe zweimal. Was? Guck mal. Was ist das? Du kannst drauf fahren, ist so eine Art Moped. Ein Bullshit, ey. Das. So einen Dreck geben die uns, ne? Aber eine Schaufel. Ah, nee, das. Schaufel ist kompliziert. Alter, wie kann man denn damit lenken, richtig? Muss dein Körpergewicht verlagern. Kann man die umfahren? Nee. Bleibt einfach stehen und kriegt sie gesammelt. Na toll. Da muss man das Ding auch die ganze Zeit rumtragen, oder was? Das kann man nicht ablegen. Sieht so aus. Was hier, wenn ich einen Speer in die Hand nehme? Ja. Nee, muss man tatsächlich. Müssen wir mitschleppen. Oh, die haut mich gleich um hier mit ihrer Fleischmaske, diese Person. Fahren wir mit dem Ding jetzt einfach mal nach Hause, oder was? Ich bin auch. Ah! Robson! Hilfe! Ja, sorry, ich habe hier so einen dicken Roten, der mich anspringt. Ich brauche selber Hilfe. Brilli, bist du wieder da? Ich bin direkt wieder tot. Aber haargenau direkt wieder tot. Eine Sekunde habe ich gelebt. Ja, der dicke Rote ist ja easy. Der macht ja nichts, der wehrt sich ja nicht. So. Aber die Olle, wo ist die jetzt hin? Komm, wir nehmen jetzt die Dinger und dann schwuppdiwupp weg hier. Nach Hause. Ja, wir müssen schon mal. Die ist ja noch. Guck mal, die bei diesem. Ist doch egal, wir hauen einfach ab, als ob die uns hinterherkommen. Ja, jetzt musst du erstmal überlegen, in welche Richtung es nach Hause geht. Ich glaube Richtung K, ne? Richtung Kelvin, oder? Ja. Ja. Glaube ich auch. So, wo ist das Ding hier? Ja. So, kann ich Robson dann direkt in die falsche Richtung. Was in die falsche Richtung? Ich fahre Richtung K. Nein. Wir müssen da über den Fluss aus der Höhle, aus der wir gekommen sind. Er kann hier überhaupt nicht fahren, der stößt ständig gegen irgendwelche Bäume. Viele Wege führen nach Rom, Brilli. Kennst du? Nee. Ich krieg das nicht hin, mit dem Ding zu fahren. Oh, ich bin da runtergefallen von dem Teil. Ich lauf lieber. Das ist mir zu doof. Müssen wir wieder über den Berg, oder was? Ja, oder außenrum halt, ne? Ach, ist das Sackgang mit der Schaufel. Ohne Witz. Aua! Wir sollten an den Strand. Ich habe das Gefühl, an einem Strand ist es sinnvoller, mit diesem Ding zu fahren. Oder zumindest einen Weg. Ja.
Ich hab's aufgegeben, ich hab's liegen lassen, das Teil. Dein Ernst? Na klar. Digga, wenn du nur ein einziges Mal meins klaust, ne? Das geht ja nicht, ich sehe deins gar nicht. Gibt's Tote. Hier ist erstmal wieder ein Gegnerlager. Das sind aber viele. Oder gibt's viel Loot? Wollt ihr hier? Ja, man kommt ja nicht über den Fluss mit den Dingern. Und meins treibt jetzt. Man kommt ja nicht über den Fluss. Du kannst es absteigen und tragen. Aber sobald man Wasser berührt, meinst du es weg? Haut einfach ein Elch von rechts um, Alter. Was passiert hier? Und nimm es doch! Ey, bist du dumpf? Alter, der Zwiebel wird so Spaß haben in der Höhle, wenn er das alleine machen muss. Was ist denn das für ein Haussymbol? Ach, da haben wir mal ein Zelt hingesetzt, ne? Ja. Okay, Brille geht querfeld ein. Sollen wir noch eine Höhle machen eigentlich? Weil hier ist auch noch eine. Da im Berg. Oder wollt ihr jetzt nur nach Hause? Wir können vor der Höhle erstmal die Folge beenden, oder? Ja. Also vor allem gleich wird's dunkel. Sollen wir da zur Höhle oder nicht? Ja, ich lauf dir hinterher, alles gut. Zu welcher Höhle jetzt? Da im Berg, am See, an diesem Doppelsee. Waren wir da noch nicht? Nee. So sicher? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommst du da hin? Ja, ich fahr da jetzt hin. Ist die, wo wir gerade drin waren? Nein. Doch. Alter, safe nicht. So, jetzt ist mein Ding wirklich weg. Es liegt einfach hier im Wasser und ich kann es halt nicht mehr aufnehmen. Ich komme auch nicht hier raus. Der See, wo wir waren, war viel größer als das Ding hier. Nene, kannst du das hier wieder rausnehmen? Warte, ich guck mal. Ich komm hier nicht mal. Komm nicht aus dem Wasser raus selber. Ja, nicht. Doch hier. Was ist das denn für ein Mist? Komm mal hier hin, wo ich bin. Hier kommst du raus. Man kann es nicht mehr nehmen. Weg. Ja. Doch, ich kann es nehmen. Hä? Lass mal hier ein Zelt aufbauen, gerade mal. Ja. War ich an Schlafen? Jo. Warte auf dem Robson, Popopson. Ja, ich bin auf Weg, ich bin mega am Arsch. Ich muss unbedingt essen, ich muss schlafen. Ich bin komplett gefickt. Nicht auf die gute Art und Weise. Wieso fährst du nicht? Entschuldigung, ich hab gegähnt, voll in die Kamera gegähnt. Trägt so, das pennen. Na, wer sein Moped liebt, der schiebt, ne? Bringt nichts so vorher, was zu essen oder zu trinken, just saying. Weil man ist danach sowieso komplett leer. Ich glaube, ich baller mir jetzt zum Frühstück hier schön die Austern heute. Wo soll der Höhleneingang denn überhaupt sein? Direkt neben uns fast. Wo? Direkt neben uns. Oh! Ja, auf der Map. Ist noch ein Stück. Crunchy Wunchies. Oh, guck mal, was ist hier? Rote Maske. Ausrüsten. Achso, das war das. Vollkommen sinnlose Teil. Übrigens sind die, diese Schnellfahrdinger sind angezeigt auf der Map, wenn man das liegen lässt. Ich lass meins jetzt mal da liegen. Das juckt mich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht die Höhle, in der wir waren. Nämlich hier liegen erstmal schön zwei Leichen und ein Prospekt. The Realm Beyond. Ein Buch. Ein Prospekt.
Derek Seaside. Jetzt. Das ist natürlich auch schön. Ich muss erstmal hier Wasserflasche auffüllen, dann muss ich was essen. Brilli, kannst du mal kurz ein Feuer machen, bitte? Es juckt mich, du. Wofür brauchst du ein Feuer? Wir haben doch gar nichts zum Braten, oder? Ich hab Elch! The Realm Beyond. Ach, komm, ey. Ich krieg die Hälfte des Elchs, der bei deinem Feuer hier gemacht. Müll kriegst du. Sons of oh, Star. Ich hab so viel Zeug zu essen einfach. Kriegt man eh nie leer, weil man so viel findet. Man braucht nichts kochen einfach. Ja, da schon wieder, Mann. Geh schon mal rein. Nein! Ah ne, ich wollte noch die Flasche auffüllen. Haben wir das hier? Ja. Ja. Yes, you can. Wer hatte die Folge, du oder ich? Ich, weil ich glaube, ich habe dich begrüßt mit euer Zwiebel, nee, euer Brilli. Ja, okay, dann. Ja, dann, lieber Robson, lieber Brilli, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gerne, ciao, ciao. Tschüss.